Heute haben Sie zugehört, die Feuerwehr in der Tiefbereich des Vorderweißenhof alarmiert zu einem Brand landwirtschaftliches Anwesen hier im Bernhardtschlag. Es wurden sofort 10 Feuerwehren sozusagen zum Löschen des Wirtschaftsleiters beauftragt und zum Retten des Hausbesitzers. Unsere erste Aufgabe war Retten der Tiere und des Besitzers, dass wir die in Sicherheit bringen. Wir haben alles geschafft und jetzt liegt einfach unsere Herausforderung, dass wir die Brandbekämpfung von außen durchführen. Es gibt keine Verletzten und es sind keine Tiere in Gefahr. Wir haben zwei fixe Löschleitungen, die sowieso in der Wasserkarte registriert sind und haben aber jetzt zusätzlich die dritte aufgebaut, weil wir so stark in Mannschaft sind. 1 Kilometer ungefähr weniger, aber es ist möglich durch eine Relaisleitung, dass man das schafft und einen Tankwagen speist. Daher ist derzeit bis jetzt schon eine Brand- und Kontrolle. Jetzt erfolgen die Nachlöscharbeiten und die Brandermittlungen. Ich bin der Messer.